Hi Leute, willkommen retour. Heute wird's ernst. Wir haben nach dem Liga-Alltag, kann man sagen, jetzt endlich mal die Champions League vor uns. Es ist der 10. September und ja, jetzt haben wir vorher noch ein letztes Spiel in der Liga und zwar Celta Vigo und dann geht's gegen Zenit St. Petersburg in der Champions League los. Ich freue mich irrsinnig drauf. Wir steigen jetzt gleich ein und ja, von der Aufstellung her würde ich sagen, werden wir es genauso machen. Wir müssen auf Pedri und auf Dardai verzichten, die verletzt sind. Dazu noch De Jong und Minguesa angeschlagen. Fati noch nicht ganz fit. Es ist schon schwierig, aber hilft nichts. Wir müssen da durch. Mukiele wird rechts hinten spielen. Warum eigentlich? Dann können wir Dest in der Champions League spielen lassen. Das ist eigentlich eh nicht so blöd. Dann bin ich schon gespannt, wie sich Eric Garcia so machen wird. Statt dem Nico werde ich jetzt aber trotzdem noch den Kamara mitnehmen, weil dann haben wir wenigstens noch einen relativ starken Innenverteidiger. Zakaria ist ja eher. Wobei, man könnte ja Mukiele rüberziehen. Es gibt so viele Lösungen, mit denen man diese ganze Personalthematik hier angehen könnte. Und man wird nie wissen, ob das andere nicht doch besser gewesen wäre. Wir werden es jetzt so versuchen. Wir können dann eh wechseln. Und ich habe vergessen, mein Handy lautlos zu machen. So. Dann legen wir los. Macht so weiter wie beim letzten Mal. Und let's go. Also Celta Vigo heute der Gegner. Damit wieder die Favoritenrolle auf unserer Seite. Okay, Le blockt mal. Gut, wir sehen hier schon, dass da einige bekannte Namen dabei sind. Denis Suarez, Iago Aspas, Santi Mina, der Stürmer ebenso. Also die können schon Fußball spielen. Erster gefährlicher Abschluss auch schon nach knapp einer Minute. Und wir ja doch ziemlich ersatzgeschwächt. Ich bin echt gespannt, also vor allem das Mittelfeld, wie sich das so machen wird. Gavi, das passt eh, wenn der Einsatzzeit kriegt. Busquets, der reinrückt für den nicht fitten De Jong. Aber bisher gelingt noch nicht viel. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass die Jungs hier ordentlich fehlen können. Oder fehlen. Damals Glück gehabt. Spiel läuft noch nicht so wirklich. Zumindest nicht für uns. Momentan übernimmt auch Valencia gerade die Tabellenführung. Wir haben auch nicht viel Ballbesitz, also. Gehen wir mal mehr fordern. Also, wenn es so weitergeht, dann klingelt es bald. Und wir sehen Gavi im Mittelfeld mit einer 6,4, der eigentlich für Kreativität sorgen sollte. Die Stürmer kriegen überhaupt keine Bälle. Da werden wir in der Pause irgendwie reagieren müssen. Faires Tackling, harter Zweikampf, aber alles gut. So, das frühe Pressing hat sich ausgezahlt. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal zu einer Chance kommen. Memphis, Gavi, Haaland, Balde geht nach außen, macht das gut. Und da ist Erling Haaland, zumindest mal ein Abschluss. Tolisso, wieder Haaland und spitzer Winkel. Kein Problem für den Keeper. Gavi geht mir echt ein bisschen auf die Nerven heute. 6,4. Das Problem ist, wen bringen wir da? Alter, was war das? Ich habe gerade nicht hingesehen. War da gerade ein Ter-Stegen-Fehler, so wie es aussieht, beim Rausspielen? Oder auch nicht. Der hat gerade voll den Level-Up bei den Noten bekommen. Ich bin unzufrieden mit eurer Leistung heute. Memphis ist demotiviert. Ich bin auch extrem demotiviert, wenn ich dir zuschauen muss, Memphis. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde, weil wir brauchen da vorne jemanden, ich werde das Ganze hier ein bisschen umbauen. Und zwar machen wir so.
Mal ganz ehrlich, es wird klingeln, wenn wir jetzt nicht bald den Ball besser und weiter weg von uns halten können. Ich bringe dann den Trincao für den schwachen Memphis. Und Gavi auf die 10. Das heißt, wir spielen mit zwei Achtern und einem Zehner. Statt zwei Achtern und einem Sechser. Damit die Marschrichtung klar, deutlich offensiver. Und dann können wir nur hoffen, dass das jetzt ein bisschen was bringt. Trincao fightet gleich nach seiner Einwechslung. Gefällt mir. So, Freistoß Trincao. Aber nicht so gut. Wieder Trincao. Haaland. Trincao. Und die Parade war gut. Aber schöne Offensivaktion. Trincao jetzt in den 5 Minuten schon gefährlicher als Memphis in der ganzen ersten Halbzeit. So, Garcia. Ach, komm schon. Der haut den drüber. Aber es wirkt so, als hätte die Änderung auf jeden Fall schon was bewegt. Das ist etwas, was jemand von euch in den Kommentaren angesprochen hat, dass die beiden Außenverteidiger so weit vorschieben, dass sie nicht gut anspielbar sind. Das sollte man auf jeden Fall beobachten. Das Problem ist, ich kann sie sonst. Also ich muss sie eigentlich so offensiv einstellen, damit sie auch ordentlich nach vorne arbeiten. Da müssen wir uns noch eine Lösung einfallen lassen. Das müssen wir ein bisschen beobachten jetzt. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Ich habe das ja schon mal angemerkt und habe deswegen von kompletter Flügelverteidiger umgestellt auf normale Flügelverteidiger. Aber vielleicht müssen wir da noch mehr machen. So, was machen wir jetzt? Wir könnten theoretisch den Trincao zurückschieben. Ups, das wollte ich nicht. Dass wir den Trincao auf die 8 tun. Das Zeug dazu hat er. Auf die 10. Und Šeško lassen wir dann als Knipser spielen. Ein Knipser, ein Stoßstürmer. Dann gehen wir noch von der Grundausrichtung auf Offensiv. Busquets mit dem Ballverlust. Christensen, Mina, Baldé braucht zu lange. Damals wieder Glück gehabt. So, die letzten Minuten laufen. Freistoß Haaland, den warten wir noch ab. War der war nicht schlecht. So, dann mache ich Folgendes: Ich nehme den Araujo raus und bringe rechts außen Sergiño Dest. Noch ein bisschen mehr Offensivpower für die Schlussphase, gerade über den Flügel. Mukiele, also rechts in der Innenverteidigerposition, in der Dreierkette. Umstellung hat auf jeden Fall was gebracht, aber wir sind halt leider trotzdem nicht zwingend genug. Haben wir Glück, dass in der 87. der nicht irgendwie noch den Weg ins Tor findet. Der ist gut geklärt, Test kommt aber leider nicht hin. Und das war's. Ja, 0 zu 0 der etwas schwächeren Sorte. Damit kritisieren wir sie natürlich. Es ist so geil, dass Memphis da einfach so demotiviert ist. Die Leistung war so beschissen von ihm und trotzdem ist er da demotiviert. Ende der Torflaute beschwert er. Ja, er hat schon länger nicht getroffen, das stimmt. Naja, schauen wir mal, wie fit die Jungs sind bis zum Spiel gegen Zenit St. Petersburg. Eventuell könnten wir es nämlich sonst so machen, dass wir den Memphis auf die 10 packen. Dann haben wir halt wirklich Offensivpower mit zwei richtigen Sturmspitzen. Aber schauen wir uns mal an. So. Hier haben wir Zenit, einige bekannte Namen. Ramsey, Gagliardini, Malcolm, natürlich Ex-Barca. Longley ist auch dorthin gewechselt, stimmt. Spannend. Also die können schon Fußball spielen. Es ist irgendwie ist es schon eine unangenehme Champions League Gruppe, muss man sagen. So, die mache ich verfügbar für die U19. Die müssen dann halt jetzt da mithelfen in der Youth League. So.
Und auf einem neuen Rekord, was die Spiele ohne Gegentor angeht, das ist auch nicht schlecht. Für die BL verfügbar mache ich sonst, glaube ich, niemanden. Arezzo auch nicht. Wir werden jetzt gerade in dieser englischen Woche und danach wieder englische Woche die Jungs wahrscheinlich brauchen. U19 hat gewonnen, 2-1. Das heißt, zumindest die war international erfolgreich. So. Also, Petri nach wie vor kein Thema, aber ich werde dann, glaube ich, Ansu Fati mitnehmen. Gavi war wirklich schwach. Ich werde den Memphis da zurückziehen auf die vorgeschobene Spielmacherposition. Auch wenn es nicht optimal ist. Oder wir geben Gavi dann nochmal die Chance. Es ist schwierig, Leute. Ist irgendwer fit geworden in der Zwischenzeit? Nee. Gut, wir lassen aber auf jeden Fall den Test spielen. Wir spielen auch mit Jordi Alba. Damit haben wir alle Verteidigerpositionen abgedeckt. Dann nehme ich statt dem Kamara noch den Nico mit. Und den Fati nehme ich mit für Trincao, weil Šeško habe ich ja versprochen, dass er jetzt regelmäßig zum Einsatz kommt. Eventuell wechsle ich den dann ein. So, los geht's. Liebe Leute. Gegner auf jeden Fall nicht so schwach. Benzebaini kennt man auch. Claudinho in der Offensive, der sagt mir nichts. Ich hoffe, dass ich ihn nicht kennenlernen werde heute. Sich noch überlegt, ob wegen dem geduldig spielen, ob ich das vielleicht rausnehme. Schön gespielt an und für sich. Aber Memphis kann ihn da halt auch flacher Faulland spielen. Dieser Chip, weiß nicht, ob der da die optimale Variante war. Christensen fängt den gut ab, geht auch rechts raus. Aber da wird nichts draus. Gutes Gegenpressing, wir bleiben im Ballbesitz. Memphis Dest. Gavi. Und der war nicht schlecht von Memphis. Guter Versuch. Torwart kann ihn so gerade noch irgendwie zur Ecke wehren. Und Araujo an die Latte. Siebte Minute. Dest läuft ihn richtig gut ab. So, Tolisso, Memphis, Erling Haaland. Und Tolisso. Nochmal. Kommt er nicht mehr ran. Jordi Alba. Wir halten den Druck hoch. Ganz andere Vorstellung heute als letzte Woche. Als letztens. Letzte Woche stimmt nicht. Garcia ist noch vorne, Dest. Gavi, schlechter Pass von Gavi. Stark von Jordi Alba. Haaland, toller Pass. Memphis ist durch. Ja, Memphis macht trotzdem ein gutes Spiel heute. 7,3er Note. Ein ständiger Unruheherd. 8 zu 0 Schüsse, 9 zu 0 mittlerweile. Genau so will ich es eigentlich sehen. Memphis. Boah, wieder Latte. Zweites Mal Aluminium heute. Gibt's nicht.
So, genau hier haben wir wieder die Situation. Wir sehen, wie hoch die Außenverteidiger vorschieben. Da ist es halt schon schwierig und immer riskant, sie anzupassen. Aber so gefällt es mir eigentlich grundsätzlich. Da hast du zum Beispiel diesen langen Pass hier, das ist gut. Der ist Memphis. Starker Block von Longley. Guter Verteidiger. Schon spannend bei Longley, da war ja letztes Jahr noch Liverpool interessiert, wenn ich mich nicht täusche. Also in unserem letzten Jahr. Araujo, Haaland, das gibt's nicht. Das war, glaube ich, wieder Aluminium. Und dann ist er schlussendlich bei Zenit gelandet. Irgendwie schon schräg. Es scheint so, als würde uns die Formation der Gegner hier einfach besser liegen. Es gibt so Formationen, die Haaland, also den, dass er den liegen lässt, das wundert mich jetzt auch. So, Freistoß. Das wäre so typisch, wenn so ein Ding dann wieder in die, ins genau ins Eck knallt oder so. So, Test. Araujo. Garcia, das ist eben genau das. Jetzt schiebt Alba so hoch, dass du ihn eigentlich nicht so wirklich anpassen kannst. Oder nur mit Risiko. Aber ich finde, es passt schon. Also, größtenteils funktioniert es ja so wie jetzt. Memphis, na endlich. Stark von Memphis. Ich bin froh, dass er heute so eine gute Leistung zeigt nach seiner bescheidenen Leistung zuletzt. Damit hat er auch seine Torflaute beendet. Erster Treffer für ihn also in der Saison, so wie es aussieht. Und der Pass von Dest war richtig stark. Bei dem geht es dieses Jahr auch bergauf, weil der hat letztes Jahr ja eigentlich größtenteils Schrott gespielt. Also freut mich auch sehr, muss ich sagen. Dem tut diese Formation vielleicht auch gut. Also bisher, muss ich sagen, bin ich mit dem Formationswechsel einfach extrem zufrieden. Hat sich wirklich ausgezahlt. Defensiv sehr solide. Und so wie heute sieht man wieder. Viele Torchancen, die wir rausspielen, gelingt jetzt nicht jede Partie, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt so im Fußball, dass jede Partie bei jedem Top-Club gelingt. Haaland, gute Mitnahme und den macht er. 2:043. Damit bin ich schon etwas beruhigter hier. Sehen hier nochmal die Entstehung. Araujo auf Gavi, der dreht sich und dann kommt der lange Pass, ganz stark von ihm. Haaland mit der starken Mitnahme, damit kommt Longley einfach nicht mehr nach. Und in einer 1 gegen 1 Situation behält der kühlen Kopf damit die beruhigendere Führung. Das heißt, wir könnten in der Halbzeit vielleicht Stürmer wechseln. Fati möchte ich auf jeden Fall auch noch reinbringen. Der braucht die Spielpraxis nach seiner Verletzung. Gavi, schade. Liverpool führt auch gegen Galatasaray. Die müssten auch relativ deutlich führen, nachdem wir nur Zweiter sind mit 2 Toren Vorsprung. So, was machen wir? Haaland ist eigentlich eh fit. Mittelfeld ist eher müde. Tolisso und Gavi. Deswegen würde ich sagen, bringen wir den Zakaria. Ich bringe den Ballerobern also auf Support. Für Tolisso, weil der müde ist. Es bringt jetzt nämlich nichts, den fitten Haaland rauszunehmen. Aber ich möchte dann eigentlich Šeško und Fati noch bringen, wenn es geht. Šeško und Fati war ja eigentlich so mein anderes geplantes Sturmduo diese Saison. Vor dem Haaland-Transfer. Gavi. Boah, der war nicht schlecht. Gut angetragen. Hat nicht so viel gefehlt. Gut von Ter Stegen. Zakaria mit dem starken Pass. Jordi Alba. Nochmal die Chance. Busquets. Gavi. Traumtor 3:0. Ganz starker Abschluss, 50. Minute. Hätte mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das Spiel so deutlich wird. Also versteht mich nicht falsch, ich habe natürlich nichts dagegen. Aber hat mich auf jeden Fall überrascht.
Auch Garcia macht seine Sache sehr gut. Da hat ja jemand von euch geschrieben, dass ich wegen seinem enormen Potenzial auf ihn setzen soll im Vergleich zum mittelmäßigen Dardai. Ich fand die Aussage mittelmäßiger Dardai ehrlich gesagt übertrieben, weil der von den Noten und seiner Leistung her absolut stark war. Also zum einen in der Rückrunde, wo die Mannschaft ja generell schlecht war, und zum anderen auch diese Saison, finde ich nicht fair, aber was Garcia angeht, natürlich absolut berechtigt, dass wir auf den setzen sollten. Und werde ich auf jeden Fall auch machen. So, ich nehme den Erling Haaland jetzt raus, bringe da den Šeško und dann so vor der 75. damit er das ganze Spiel noch gewertet bekommt, werden wir dann noch den Memphis rausnehmen und Fati bringen. Bisschen warten wir noch. Memphis mit dem Freistoß, Šeško verlängert und Christensen. Damit Šeško mit dem Assist. Torwart mit einem Fehler meiner Meinung nach, weil der darf eigentlich nicht reingehen. Schauen wir es uns nochmal an. Memphis, Šeško verlängert gut. Aber also Renes Vete wird das wahrscheinlich kritisieren. So, jetzt geht sich mit der 45. nicht ganz aus bei Fatih. Ich möchte auf jeden Fall Karius noch irgendwann spielen lassen. Spätestens im Champions League Finale dann. Marcelo mit der Ecke. Christensen klärt, obwohl der ins Tor gegangen wäre. Ist das der Marcelo? Und Liverpool hat die Führung wieder übernommen. Also die haben hoch gewonnen. Gegen Galatasaray, so wie es aussieht. Der war auch knapp. Nicht ungefährlich. Schöner Seitenwechsel, Jordi Alba. Zakaria, wieder Jordi Alba. Eieiei. Ah, jetzt sieht es dann gleich aus. Das war's. Nein, der geht noch ein. Nee, nicht. Sehr gut. 4-0. Damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein. Starke Vorstellung. Und ja, Liverpool hat auch 4-0 gewonnen. Sané, sag ich, Salah mit einem Hattrick und Mané ebenfalls mit einem Treffer. So, Memphis, endlich hat er die Torflaute beendet. Und wir halten 2,8 Millionen. Das ist natürlich auch extrem wichtig und extrem gut für unsere Clubfinanzen, dass wir da ein bisschen Geld einsammeln. Neuer Abwehrrekord, 9 Spiele ohne Gegentor jetzt. Schauen wir, wie lang es noch hält. Irgendwann wird die Serie reißen, aber freue mich natürlich, solange wir es noch irgendwie mitnehmen können. Und jetzt haben wir nämlich Sevilla. Natürlich ein unangenehmer Gegner. So, wen könnte man verfügbar machen für die zweite Mannschaft? Ich mache Arezzo verfügbar, weil, und Peña auch. Achso, und die auch. Das geklappt. Ja. Arezzo können wir rückverfügbar machen, weil da haben wir jetzt dann eh wieder den fitten Fati und auch einen Šeško, der Einsatzzeit braucht. Also das passt so. Aber ich werde mit Fati nach wie vor langsam ranbringen. Also der wird jetzt nicht gleich in der Startelf stehen dann in nächster Zeit, sondern den werden wir jetzt regelmäßig einwechseln, so jemanden von der Bank bringen zu können. Und die nächsten ein, zwei Wochen ist eh richtig stark. Und sobald seine Spielpraxis dann wieder ganz oben ist, passt das ganz gut. Pedri ist wieder da. Das ist natürlich schön, den nehme ich für Nico mit. Gegen Sevilla, das geht sich eigentlich noch aus. Mach mal deinen XXL-Part. Habt ihr, hoffe ich, nichts dagegen. Gavi ist sowieso schon müde. Dann lass mal Gavi mal daheim, weil dann kann ich den Trincao auch noch mitnehmen. Dann haben wir halt volle Offensivpower mit 3 starken Stürmern auf der Bank. Aber das passt mir. Wir legen los. Ich mache es jetzt ja wirklich so, dass ich weniger rotiere, weil das so viele von euch gemeint haben. Ich hoffe, dass ihr damit auch glücklich seid. Und dann schauen wir, dass wir uns gegen Sevilla jetzt auch noch gut schlagen.
Die ja, wie gesagt, eher ein unangenehmer Gegner werden, davon gehe ich zumindest aus. Aber wir werden optimistisch bleiben. So, Test. Busquets. Oh, der war stark gemacht von Tolisso, Jordi Alba und Memphis an die Latte. Knapp eine Minute gespielt und der wäre schon beinahe drin gewesen. Starke Aktion wieder von Memphis. Jetzt kommt er endlich in Form. So, Haaland Freistoß. Boah, der war stark. Sechste Minute. Wir drücken weiter. Garcia. Memphis lässt ihn durch, weil er im Abseits steht. Gut und clever gemacht. So, jetzt fängt es zu regnen an. So, Petri. Jordi Alba. Naja. Guter Pass von Busquets. Ah, schwach von Alba. Er bleibt an seinem Nationalmannschaftskollegen Jesus Navas hängen. Oder Ex-Nationalmannschaftskollegen. Jesus Navas ist ja auch so eine Legende, finde ich. Total cooler Typ. Haaland. Nochmal die Chance. Kommt schon. Ah, gerade noch geblockt. Da kommt der Pass von Memphis nicht durch. Es soll noch nicht sein. Aber freut mich auf jeden Fall, dass wir wieder so überzeugend beginnen hier. Auch der geht drüber. So, Jordi Alba. Erling Haaland. Tolisso, wieder Haaland. Und der geht drüber. Ja, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass wir Haaland nicht so in diese Chancen kriegen, die hundertprozentig sind. Der kommt zwar immer wieder zu Abschlüssen, aber wenn der hundertprozentige hat, macht er sie, aber es sind einfach zu wenige im Moment noch. Aber nichtsdestotrotz gute Torquote bisher von ihm. Spielen das nicht schlecht, Leute. 10 zu 0 Schüsse schon. Richtig schönes Offensivspektakel. Nur reinkriegen müssen wir ihn halt mal. Wie im Leben. Jordi Alba mit dem Freistoß und jetzt ist er drin und da gibt es jetzt anscheinend eine mögliche Abseitssituation, die gecheckt wird. Busquets war es, der auf Memphis, glaube ich, gepasst hat, aber das Tor wird gegeben. Damit gehen wir in Führung. Ja, gar nicht Christensen und dann war es Busquets. Okay. Ich habe da den jubelnden Memphis gesehen und dachte mir, der war das. Busquets damit mit seinem ersten Saisontor und Christensen mit dem. Mit dem Assist. So, momentan noch kein Wechsel. In der 60. werden wir dann wechseln. Kein guter Pass von Jordi Alba. So, Jordi Alba, guter Pass von Garcia, Haaland,
Tolisso, Memphis. Ball läuft gut. Jordi Alba. Tolisso. Mich haben Tolisso schon so gewöhnt. Das ist echt witzig. Obwohl das ja eigentlich eine neue Verpflichtung ist, der noch nicht lang da ist. Gehört der für mich schon so fix dazu. Macht seine Sache auch gut bisher. So, wie gesagt, so kurz vor der 60. möchte ich dann wechseln. Dest hat gerade eine gelbe Karte kassiert. Alba jetzt auch. So, die sind auch beide schon ein bisschen müde. Aber ich bringe jetzt mal den Balde links. Also, Balde muss nicht aufpassen. Dest muss aufpassen. Und dann bringen wir noch, weil Haaland gerade ein bisschen müde wird, den Šeško auf seiner Position. Der sollte dann mittlerweile, glaube ich, mit seiner Einsatzzeit recht zufrieden sein. Aufmuntern hätte ich nicht sagen sollen, ich wollte loben. Hat mich verdrückt. Das ist die Moral im Keller. Šeško, sehr gut gemacht. Aber das 1 gegen 1 gegen den Torhüter Bono lässt er liegen. Schade. So, jetzt sind einige richtig müde. Das ist halt jetzt die Belastung mittlerweile. Ich hoffe, dass wir das trotzdem gut rüberbringen, die restlichen Minuten hier. Kann ja sein, dass Sevilla auch international gespielt hat. Das heißt, da müssten die auch müde werden. Schauen wir mal. Šeško geht drauf. Dest, toller Pass. Šeško, geblockt. Keine schlechte Aktion. Memphis mit der Ecke. Geklärt fürs Erste. Petri hält ihn im Spiel. Ocampos mit dem Foul. So, ich werde dann ein paar Minuten den letzten Wechsel machen. Muss nur noch schauen, wen wir wechseln. Ich glaube, es wird Mukiele werden rechts hinten, weil Dest, gelbe Karte und richtig müde. Und dann dazu noch so eine Position, die so anstrengend ist. Da ist es mir, glaube ich, am liebsten. Ich bringe da noch einen frischen Spieler. Mich ärgert das so sehr. Ich kann es jeden Part sagen mit den 3 Auswechslungen. Also an 5 habe ich mich schon so gewöhnt und das macht auch so viel mehr Sinn. Im Endeffekt profitieren alle davon. Die Profis haben nicht so eine hohe Belastung. Die jungen Spieler haben mehr Einsätze. Also total unnötig. Memphis an den Pfosten. Schade. Toller Pass. Valencia aktuell Tabellenführer wegen der besseren Tordifferenz. Aber vielleicht kann man noch nachlegen. Tolisso. Petri. Schön gemacht, Tolisso. Bisschen überhastet, da kann er noch gehen. Letzten Minuten laufen Sevilla, keinen einzigen Abschluss aufs Tor gebracht bisher. Nicht mal überhaupt einen Abschluss. Geile Aktion von Garcia. Trischt ihn einfach komplett weg. Mukiele klärt. Haben wir es jetzt wirklich geschafft ohne gegnerischen Torschuss? Kommt schon, ich will jetzt keinen Torschuss mehr sehen, Leute. Das zählt nicht. Tatsächlich, keinen einzigen Schuss vom Gegner aufs Tor. Sensationell, wie wir dieses Spiel heute in der Hand gehabt haben und das gegen einen starken Gegner wie Sevilla. Also ich bin richtig zufrieden. Schauen wir noch ganz kurz auf die Tabelle. Panzer geparkt, nicht nur den Bus. So, schaut schön aus. Ich bin zufrieden. Ich hoffe es jetzt auch. Vielen Dank fürs Einschalten. Im nächsten Part dann gleich im nächsten Spiel, nämlich sogar Champions League gegen Galatasaray und dann Liga gegen Granada. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.